Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schminkvideo hier auf meinem Kanal. Wie ihr schon im Thumbnail gesehen habt, testen wir heute zusammen die neue Catrice Kollektion My Evil, My Rules. Ich habe mir drei Produkte mitgenommen. Einmal diese Lidschattenpalette, den Blush oder die Blushperlen und den Lipgloss in so neongelb. So, die Lidschattenpalette sieht wieder spektakulär aus, also sehr edel. Wenn man hier drüber fasst, das ist so leicht geriffelt. Wir haben hier einen Spiegel drin und ein paar Farben. Ich habe jetzt von dem Spiegel das hier einfach drüber gemacht, weil da nicht extra ein Schutz mit drin war. Und mal sehen, was wir jetzt für einen Look schminken. Ich habe mir natürlich schon ein paar angeschaut und ich versuche mich als erstes mal hier mit diesem Gelbton. Den tue ich mir jetzt erstmal vorsichtig aufs Augenlid auftragen. Na, ihr seht es nicht ganz so, aber ich sehe es hier, ja, schöner matter Ton. Er ist auch gut deckend, lässt sich auch gut verblenden. Na, ein bisschen seht ihr das. Wir tun jetzt einfach mal wirklich heute großzügig das aufs Auge tun. Es ist ja schließlich auch Fasching. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Ja, ich möchte schon gleich gehen, ja? Davon abgesehen, Leute. So, alles immer ein bisschen nach oben ziehen hier. Die Farben hier gefallen mir relativ gut. Wir haben zwei dunkle Töne mit drin. Diese hier. Trotzdem würde ich gerne nochmal in diesen Aprikoton reingehen und mir noch einen kleinen Farbtupfer mit reinsetzen. Einfach hier noch mal gehen wir hier noch mal ein bisschen dazwischen. Dass es nicht ganz so schrill aussieht. Als ich als erstes die Palette gesehen habe, also wir verblenden noch ein bisschen die zwei Farbtöne, habe ich gedacht, uff. Was ist das für eine Farbkombination? Aber jetzt finde ich es ja ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Wie macht man dann doch weiter? Ich würde sagen, wir gehen mal hier hinten in dieses dunkle Braun. Da nehme ich mir so einen kürzeren Pinsel und tue mir das erstmal hier ganz vorsichtig. Wow, der ist echt. Echt gut deckend, wie ihr seht. Also ich tue hier wirklich bloß hier hinten am äußersten Augenlidrand auftupfen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das dann vielleicht mit einer anderen Farbe noch mit verblenden. Aber es ist so, wie ich das immer gerne habe. Ein schöner dunkler Ton. Damit wir hier das Auge ein bisschen vertiefen können. Das tun wir jetzt alles ein bisschen nightmaren, ja. Ziehen uns das so ein bisschen rein. Ja. Schade, dass ich dieses, wie sagt man, Glitzerpuder zum Sprühen nicht bekommen habe. Also nicht, dass ich sowas nicht habe, aber ich hätte es gerne mir mitgenommen, gerade auch für den Sommer dann. Aber ich gehe davon aus, dass es vielleicht in anderen Kollektionen von anderen Herstellern, dass es das dann vielleicht auch gibt. Weil es ist schon wieder der Trend in die Richtung, das Shimmer und sowas. Doch
aufgegriffen wird dieses Jahr. So, wir machen als erstes mal den Inner Corner. Hier haben wir so eine schöne Glitzerfarbe. Das ist so ein leichtes Rosé. Und das tue ich mir jetzt hier ein bisschen reinsetzen. Also keine falsche Bescheidenheit heute. So. Ja. Ich würde gerne mit diesem Braunton noch mal komplett ein bisschen drüber gehen. Hier über das Augenlid. Einfach hier komplett, dass wir das alles noch ein bisschen weicher machen. Also es sind schon meine Töne hier mit drin, die mir auch sehr gut gefallen. Und jetzt gehen wir in diesen etwas Goldton. Oh, guck mal, wie schön glitzernd. Und das setze ich mir hier vorne. Oh, der ist sehr schön. Der ist sehr, sehr schön, lässt er sich auftragen. Also wirklich weich. Also das, was ich ehrlich gesagt erwarte von Catrice. So, dann haben wir hier noch einen Braun. Weiß ich noch nicht ganz, welchen ich jetzt nehme. Den muss ich mir jetzt wirklich mal swatchen. Wir haben hier einen echt dunklen. Guckt mal. Und dann habe ich noch einen etwas helleren. Nehmen Sie jetzt von der Farbe nicht ganz so viel. Das ist etwas heller. Und ich würde vielleicht auch den helleren nehmen. Und das mache ich mir einfach hier ein bisschen auf das Augenlid drauf. Kann man doch schon mal gar nichts gegen sagen, dass das schon wieder ein schöner Look geworden ist mit schönem Glitzer. Ja, kann man eigentlich zufrieden sein. Hier haben wir noch so einen rosa Schimmer. Da gehe ich jetzt auch noch mal ein kleines bisschen drüber und tu mir das noch als kleines Highlight mit hier drauf tupfen hier. So. Ja, man kann zufrieden sein mit diesem Look. Ich mache jetzt noch ein paar Swatches. Hier haben wir ja noch so ein schönes Blau für die Blaufans unter uns. Dann haben wir hier noch ein Bordeaux. Ist natürlich auch richtig schick. Jetzt machen wir nochmal dieses Giftgelb hier. Es ist Neon, also in der Palette sieht es neonfarben aus. Und dann haben wir hier nochmal diesen Korallton. Also Farben, die mir sehr gut gefallen. Auch mit dem Blau, Rot. Müsste ich jetzt nicht mit da drin haben, aber so kann man wirklich verschiedene Looks damit schminken. Jetzt tun wir noch mit dem ganz dunklen Ton das Auge ein bisschen einrahmen. Dann nehme ich so einen kurzen Pinsel und da tue ich mir ganz vorsichtig hier unten an den Rand nochmal entlang ziehen. So. Genau. Jetzt doch gleich schon mal besser aus. Jetzt gucken wir mal, ob die Ecken einigermaßen stimmen. Ja. So, dann, also die Palette kostet 12,95 €. Ist in Ordnung. Wir hatten schon teure Paletten mit 15 €, aber 12,95 € ist noch im Budgetrahmen, sagen wir mal so. Dann haben wir hier einmal die Blushperlen. Auch in so einem edlen Design, wie so ein kleiner Juwel. Kleiner Diamant zum Aufschrauben. Hier haben wir noch ein kleines Schwämmchen mit drin, damit es die Perlen festhält, dass da nichts passiert. So, hier haben wir verschiedene Farben, gleich mit Highlighter drin, also alles komplett. Jetzt gehe ich mit so einem kurz gebundenen Pinsel, der unter anderem in der Goodie Box war da drin. Tunke ich mir ein bisschen ein. Oh. Guckt euch das an, jetzt muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein, dass wir uns das hier auftragen.
tragen. Also ist schon mal nicht schlecht. Also mir gefällt das gut. Aber ist jetzt nichts Neues. Rougeperlen und Butterbeeren ist nichts Neues. Hat Aaron schon seit 25 Jahren. Ich kenne Aaron auch schon sehr, sehr lange. Ich habe früher mal die Parfümflakons, die waren früher mal richtig spektakulär, dort bestellt. Und daher weiß ich das. So, oh, lässt sich gut auftragen und man hat wirklich einen absoluten Farbtupfer im Gesicht, ne? Kann man eigentlich nicht meckern. Die sind noch relativ groß, die Perlen. Und echt hübsch. Und das Tolle ist, wenn die mal leer sind, in 99 Jahren, kann man hier vielleicht noch was anderes reinfüllen. So, ich würde sagen, das lassen wir so. Tue es noch ein bisschen mit einem anderen Rougepinsel, weil ich wusste nicht, ob der jetzt so funktioniert, wie ich das möchte. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, das machen wir wieder zu. Wir tun erstmal ganz schnell das fixieren. Dann, ich ärgere mich, es gibt ja von Essence jetzt eine neue Wimperntusche. Call Me Queen. Ich habe die nicht mitgenommen. Ich wollte es mitnehmen, ich habe es ja nicht mitgenommen. Daher machen wir jetzt diese hier auf von Catrice. Lift Up. Weil ich dachte jetzt so gut, Catrice, dann nehmen wir jetzt auch eine von Catrice. Volumen und Lift Mascara wasserfest. Ui. Also die ist auch neu, war mal in einer Box drin. Und uns gleich mal. Oh. Das Bürstchen ist natürlich auch sehr interessant. Eigentlich so, wie ich es mag. Mal sehen, wie sich das auftragen lässt. Wow, fett, hey. Bisschen aufpassen hier. Jetzt wirbeln sich zusammen meine Wimpern. Naja. Also es klingt schon interessant hier. Naja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber bei mir ist es immer schwierig mit Trennen. Ist zwar eine neue, liegt natürlich schon länger, ja. Ist vom letzten Jahr. Muss wirklich gucken, dass ich meine Mascaras öfters wechsle. Ich habe noch so viel da liegen, bestimmt noch 10 Stück. Alle noch unbenutzt, was jetzt in solchen Boxen drin war. Ich hatte jetzt eine hier, die Kolossal von, glaube, L'Oreal. Da war ich früher so begeistert, wo ich so 16, 17, 18 war. Und jetzt, oh, ich weiß auch nicht. Die bringt mir gerade gar nichts mehr. Aber guck mal, was das für ein schön Wimpernaufschlag macht. Mensch. Schick. Also das war diese Lift Up Mascara. Die werde ich jetzt auf jeden Fall mit in meinen täglichen Gebrauch mit benutzen. Und dafür kommt die Kolossal weg. So, was ich noch sagen wollte, diese Puderbeeren kosten 5,45 €. Finde ich in Ordnung für dieses Produkt. Hier habe ich jetzt noch zum Schluss diesen Lipgloss, der kostet 4,45 €. Also für einen Lipgloss finde ich es echt zu teuer. 2,99 € hätte auch gereicht oder 3,45 €. Also 4,45 € ist schon ganz schön. So ein giftiges Gelb. So giftiges Gelb wie die Farbe in dieser Palette. Oh, so, wir wollen uns ja alles angucken. So, dann haben wir dieses Schwämmchen. Und jetzt versuchen wir uns
Schmecken tut's nach nichts. Oh. Was macht denn dieser Lipgloss? Weiß ich gar nicht, was, ob der überhaupt was macht. Boah. Tut das wahrscheinlich von der Temperatur? Dann die Farbe ziehen. Also farblose Lipgloss geht bei mir auf jeden Fall immer. Jetzt muss ich mich noch mal im Spiegel hier anschauen, ob das irgendwelche Veränderungen macht. Also meine Lippen sind an sich meistens rot-rosé. Aber sieht gut aus. Ne? So, das wäre jetzt mein fertiger Look. Geschminkt mit dieser Palette, mit diesem Gloss und mit diesen schönen Rouge-Perlen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Schminktest wieder. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Das Wetter ist zwar nicht besonders toll, aber macht es euch trotzdem schön. Tschüss.